Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute die Ikeire Amazu. Nach Amazu gehen 25 bis 30 3-, 4- und 5-jährige Koi, sowohl Kawarimono als auch Gosanke aus den beiden Becken. Und Makoto hat schon angefangen, hier links alles vorzubereiten und ist schon am Schauen, welche Koi er mit nach Amazu nimmt. Und da möchte ich Sie natürlich direkt dazu einladen, zuzuschauen und in den nächsten Minuten einige wirklich tolle Koi zu sehen. Also wir haben wirklich tolle Gosanke, Karashi, Ginrin, Chagoi, Ginrin Ochiba, Koako, Kinshova, also ist von allem etwas dabei, aber hier sind auch noch jüngere Koi drin, deswegen bin ich mal gespannt, welche dieser Koi Makoto dann nach Amazu bringen wird. Er ist noch am Schauen und in einigen Minuten fangen wir dann mit dem ersten Koi an. So, der erste Koi ist in der Wanne, ein Kohaku. Zweifach abgestuft. Gigantische Rotqualität. Toller Körper. So. Das Überlegen. Ich finde es immer sehr witzig, wie die zwei dastehen, sich unterhalten, lassen sich wirklich Zeit, sprechen über viele Koi im Einzelnen, was sie mit welchen Koi machen. Und das Überlegen dauert dann schon auch mal einige Minuten. Und sie waren sich, glaube ich, schnell einig. Sieht mir nach genau einem Sanke aus. So, das ist doch schon mal eine mega Qualität, die wir hier in der Wanne sehen. Gigantische Zeichnung. So gut wie ausschließlich Tsubosumi. Toller Body. Auch der Sanke. Einfach gigantisch. So, der Kohaku hat 77 cm, 5-jährig und geht als erster Koi auf den LKW. Und damit in den Naturteich Amazu. So, und hier nochmal in der Messwanne 73 cm. 4-jähriger Sanke. Das ist einfach nur geil. Und hier schön, wie das Rot, die einzelne Schuppe nicht durchschneidet, sondern solche Blumen, also blumenartig gefärbt ist. Tolle Qualität. Geht als Nummer 2 mit. So. Chuchi hat schon den nächsten. Sieht mir, ja, ebenfalls nach einem Sanke aus.
Auch hier wieder gigantische Qualität, schönes Weiß, tolle rote Zeichnung, vielleicht im vorderen Bereich ein bisschen weit oben aufliegen, beziehungsweise da fehlt einfach noch ein bisschen Schwarz, aber das drückt er hier durch. Im mittleren Bereich sehr, sehr schön gezeichnet und auch hinten Schwanzansatz. Hat noch auf der anderen Seite eine schöne weiße Stelle, das macht es natürlich vom Schwanzansatz einfach ein bisschen leichter, wenn dann wirklich von allem, also rot, weiß, schwarz, was dabei ist. So, und als nächstes gleich nochmal ein Sanke. Also das ist echt gigantisch. Wir haben die letzten Tage auch schon Sanke gesehen. Immer da einige. Jonsa? Gusser. Die fünfjährig. Aber das ist einfach genial. Das kann man nicht anders sagen. So. Fünfjährig. 70 cm. Herausragende Qualität. Das hätte man gerne bei sich im Teich schwimmen. Sehr, sehr. Sehr, sehr beeindruckend. So, der zweite Sanke aus der Runde, fünfjährig, 71 cm. Der hat jetzt in der Schulterpartie deutlich mehr Schwarz als der andere. Sehr, sehr ausgewogen. Auch einfach ein Traumkoi. So, ich stehe ein bisschen weg. Chuchi will noch ein Bild machen. Aber lassen Sie das einfach mal auf sich wirken. Diese Qualität, Sanke, gigantisch. So, ein Sanke mit ein bisschen Ibani. Ist Elterntier. Makoto hat mich gerade ein bisschen mit ihm drüber unterhalten. Und das Ibani ist einfach ein Garant für diese super Rotqualität, die er hat. Und das möchte er natürlich in die Zucht mit einbringen, diese gute Qualität. Und ist einfach als zukünftiges Elterntier zurückgehalten. Und der Showa ist am Kopf noch recht spärlich schwarz gezeichnet. Aber auch ein gigantischer Körper. Sehr, sehr geil. So. 70 cm. Elterntier, fünfjährig. Gigantischer Körper. Herausragende Rotqualität. Auch schwarz. Sehr, sehr geil. So, als nächstes kommt dann dieser Showa. Kompakte Mutaguru, nicht auf dem vordersten Flossenstrahl. Ich finde eine sehr, sehr gute Schwarzqualität, die man hier auch sehen kann. Einen gigantischen Körper. Den schauen wir uns auch gleich noch an. So, 79 cm. Ich sag gerade zum Makoto, der hat einen geilen Körper. Und wenn er mal herausragend zackt, dann ist das auch wirklich so. Die Japaner sind halt eher in der Zurückhaltung oder für die Zurückhaltung bekannt. Wir haben nochmal bestätigt, dass es ein gigantisches Sumi ist. Tolles Rot. Weltklasse. So. Toller Sanke, der erste Kundenkoi, der nach Amazu geht, von Dirk, richtig geniale Showa, tolle schwarze Zeichnung,
Bin ich sehr gespannt, wenn wir den in der Messwand mal anschauen, auch hier. Mega Qualität. Einziger Nachteil bei ihm. Eine recht langweilige rote Zeichnung. Aber dafür eine gigantische Qualität und Körper. So. Knapp 70 cm. Gigantische Qualität. Ein sehr, sehr guter Körper. Einfach genial. So, lieber Dirk, dein Schober, die Qualität, habe ich mit Makoto ein bisschen drüber unterhalten, ist einfach nur gigantisch. Und der darf jetzt für dich in den Naturteich für eine weitere, für den Sommer. Genial. So. Gigantischer Sanke, der als nächstes kommt. Die Qualität ist einfach gigantisch. Kann man nichts anderes sagen. Und da ist schon der nächste. Schauen wir uns jetzt zusammen mal Alter! Ein Goschke mit einem abartigen Körper. Diese Rotqualität, dieses Himbeerrot. Schauen sich diese Sicheln an, wie sie schön gleichmäßig sich entwickeln. Auch das Graublau der weißen Haut. Guck nach und nach durch. Das abartig. Geil, geil, geil. So, 68 cm. Eine gigantische Qualität. Katasumi. Schönes Tsubosumi. Genialer Körper. Was will man mehr? So, ein zukünftiges Elterntier, das hoffentlich in der Zucht ganz, ganz viele tolle Goschke hervorbringen wird. Das ist einfach nur mega geil. 70 cm. Vierjährig. Abartiger Körper. Und von Makoto, wie gesagt, als zukünftiges Elterntier auserkoren. Das ist einfach gigantisch, was die Natur so hervorbringt. So, ein Ginrin Matsukawa Bake. Sehr, sehr geil. Beide Augen komplett schwarz hinterlegt. Ansonsten noch recht wenig. Hier sieht man es auf der Seite, wo er schon schwarz schiebt. Auch hier am Rücken. So. Ginrin Matsukawa Bake. 74 cm. So wird sich hier vorne in der Backe, vorne am Mund hat er schwarz. Hier an der Seite, das ist einfach gigantische Qualität, auch hier.
Sehr, sehr geil. So, ein zukünftiges Elterntier, ein Deutz Kinshova. Eine sehr, sehr schöne Qualität. Hat 62 cm. Richtig, richtig geil. So. So, 65 cm. Dem Deutz Kinshova folgt der Kinshova. Ebenfalls ein Elterntier. Und wenn man sich jetzt mal die Entwicklung von dem Kinshova über die letzten Jahre anschaut und sieht, was da für wirklich super attraktive Kälber rauskommen. Also das lässt sich auf jeden Fall sehen. Toller metallikfarbener Glanz. Schöne Rotqualität. Tolle Zeichnung. Guter Körper. Sehr, sehr geil. So, hier eine Hammerwanne. Einmal Karashi, Budogoromo aus einer anderen Blutlinie. Ah, andersrum. Karashi, Budogoromo. Budogoromo aus einer anderen Blutlinie und Goshki. Auch hier wieder die Gleichmäßigkeit und Perfektion, in der sich diese Schuppenzeichnung hier ausbildet, ist einfach gigantisch. Bei ihm sieht man jetzt manche Schuppen, die noch ein bisschen heller sind, die langsam im Durchdrücken sind. Das blickt drunter das Graublau auf. Und auch hier gigantische Rotqualität. Drei wirklich Ausnahmekoi. So, 70 cm. Fünfjährig. Wirklich schöne Qualität, toller Körper. So. Vierjährig. Beide, das hatte ich vorher vergessen, sind möglicherweise zukünftige Elterntiere, sozusagen eine Stufe noch davor. Vor der Entscheidung, dass sie zukünftige Elterntiere werden. Auch eine schöne Qualität. Ganz, ganz schöne Zeichnung und ja, ein traumhaftes Beni, tolle Farbtiefe. Sehr, sehr geil. So, ein perfekter, nahezu perfekter vierjähriger Goshki, 70 cm. Ich habe es vorher bereits schon gezeigt. Diese Sicheln. Einfach nur gigantisch. Körper aus einem Guss von hinten bis vorne durchgehend und auch als zukünftiges Elterntier geplant. Wir haben das Becken gewechselt und starten hier mit einem tollen Ginrin Koaku. Witzig gezeichnet am Kopf. Schöne Körperzeichnung. Gigantische Farbqualität. Schneeweiß. Guter Körper. Und somit darf er in den Naturteich. So. Nummer 2. Normaler Kohaku. Auch einen gigantischen Körper. Etwas spärlich gezeichnet. Beziehungsweise eine recht langweilige Zeichnung. Aber dafür hat er gute Qualität. Und hier geht es Schlag auf Schlag.
der dritte Koi kommt. Ich meine, es war ein Showa. Ja. Geil, geil, geil. Hier ist doch mal eine schöne Wanne. Der Show war jetzt noch am Kopf. Ein bisschen mehr Schwarz, was bringt. Dann ist es wirklich perfekt. Wirklich schön gezeichnet. Ein bisschen schwer im hinteren Bereich, aber hat trotzdem auch noch eine weiße Zeichnung hinten. Also, bin sehr gespannt. Schauen Sie uns gleich nochmal in der Messwanne an. Dreijährig, Ginrin Kohaku. Lokusu Senchi. Nie, ah, nie. Ah. 62 cm. Sehr, sehr geil. Tolles Ginrin. Richtig schön. So. Kohaku ist auch dreijährig. Lokusu 69 cm. Super Körper. Schöne Qualität. Aber der Körper steht hier auf jeden Fall an erster Stelle. Der dritte im Bunde. Ein Showa. 67 cm. Ja. Schon schwarz am Kopf auf der roten Zeichnung. Wenn das jetzt noch ein bisschen mehr rausdrückt oder an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch was kommt. Aber auch so schon ein sehr harmonisch gezeichneter, qualitativ sehr hochwertiger Koi. Eine Wanne mit Raumschober, kann man anders nicht sagen. Schauen Sie sich diese Qualität an. Zusammen alle dreijährig. Das muss man einfach mal auf sich wirken lassen. Das ist einfach genial. Dieses Schwarz. Tolles Rot hier. Da wie aufgemalt. Mega. Das ist doch ein gigantisches Bild. Schauen wir uns gleich die Koi noch mal einzeln in der Wanne an. 66 cm. Der erste der drei Showa. Einfach gigantisch. Den würde ich jetzt auch einfach mal einpacken und mitnehmen. Das ist schon sehr, sehr geil. Der zweite mit der größeren Schwarzzeichnung. 67 cm, 1 cm größer als der andere. Okay, Kopfzeichnung ist noch am Kommen. Oder wird sich noch entwickeln. Da sieht man es schon. Auch gigantischer Körper. 1A Qualität. So, auch 66 cm. Also liegen sehr, sehr eng beieinander. Sowohl körpermäßig, qualitativ. Einzig sind sie ein bisschen anders gezeichnet.
Aber das macht ja auch das ganze Thema so spannend. Es gleicht kein Koi oder kein Ei dem anderen. Aber allesamt drei wirklich gigantische Schober. 65 cm nach Schober kommt Ginrin Schober. In ebenfalls gigantischer Qualität. Absolut gigantisches Schwarz. Rotqualität ebenfalls sehr gut. Tolles Ginrin und einen passenden Körper dazu. Dann hat er alles, was er braucht, um groß und schön zu sein bzw. zu bleiben. Zentimeter gleicher, vom Typ her immer ganz anders, ein bisschen schwerer gezeichnet. Gigantische Kopfzeichnung. Aber wirkt einfach sehr verspielt. Auch eine schöne Rot- und Schwarzqualität, die auch sehr gut ist, aber die vom vorigen nochmal getoppt wird. Eine Wanne mit zwei absolut oberhammergeilen Shusui und einem ebenfalls gigantischen Kinshova. Tolle Farbqualität, Körper, Arigato. Und schauen sich mal hier nur die Beschuppung an. Die Rotqualität ist einfach perfekt. Auch hier gigantisch. Und der Kinshova, wenn man sich mal das Weiß anschaut, ist wirklich weiß-weiß. Schöne rote Zeichnung. Schwarz gibt dem Kopf auch noch ein bisschen mehr. Das ist einfach geil. 66 cm, dreijährig. Gerade schon in der Wanne gezeigt, aber hier nochmal eine Nahaufnahme. Ich muss nochmal kurz weg. Chuchi möchte ein Bild machen. So. Einfach gigantisch. Mega Qualität, toller Körper. Zweiter Shusui. 67, 1 cm größer. Das ist doch Shusui in Perfektion. Hier natürlich mal größer, mal kleinere Schuppen, aber in Summe, wenn man sich das einfach ganzheitlich anschaut. Das ist Shusui, wie man sie sich wünscht. Gigantische Qualität. Das ist 67 cm, dreijährig. 63 cm Kinshova und das müsste jetzt Nummer 29 sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe nämlich vorher kurz drauf geschaut. Gigantische Qualität. Wird riesig werden und darf auch mit in den Naturteich. 60 cm dreijährig. Richtig, richtig genialer Goschki. Das Licht kommt gerade hier rein. Hier wird es auch irgendwie die letzten Minuten so unfassbar warm. Ich hoffe, man kann es sehen. Hier wirklich eine tolle Qualität. Ein Kinshova. Eine gigantische Qualität. Schauen Sie sich das nur an. Einfach genial. 66 cm. Zukünftiges Elterntier. Einfach gigantisch. 67 cm Shova. Wir sind, wie es aussieht, am vorletzten Koi. Und dann nochmal so ein Brett. Gigantische Qualität, toller Körper. Auch der darf in Naturteich. Nummer 33, ein Deutz Orange Karashi.
68 cm und der darf mit den ganzen anderen mitschwimmen. Spaßeshalber als Mudpond-Cleaner. Immer gut gelacht. Ja, wir haben uns nicht unterhalten, wie die Zusammensetzung der Tiere für den Naturteich grundsätzlich stattfindet. Und man muss natürlich bei all dem immer bedenken, was man mit was zusammensetzt, dass sie vom Potenzial her, wie fressgierig sie sind, zusammenpassen. Und die Karashi oder Karashi-Blut, was da mit drin ist, ist häufig einfach ein bisschen schneller oder verfressener, wie wir es eben auch kennen. Und deswegen sind zum Beispiel hier keine Kutschako mit dem Naturteich in diesem jetzt, aber eher als kleine Putzfrau, der, wenn ein bisschen was übrig ist, das Ganze auffrisst. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis gleich am Naturteich.